Hallöchen! Mal ein neues Video. Heute mal ein bisschen was anderes. Ihr seht schon, ich habe Handschuhe an. Das kommt bei mir eigentlich relativ selten vor. Also es geht heute darum, und zwar hat mir das der gute Laser empfohlen. Sein Link ist unten in der Videobeschreibung. Multikulti Laser kennen sicherlich die meisten von euch. Und zwar hat der das Ganze vorgestellt von einer anderen Firma. Das hier ist jetzt von Lux Tools, sprich Obi. Er hat das Ganze, glaube ich, vom Bauhaus, glaube ich, gehabt. Das ist aber dasselbe Zeug. Und ich dachte mir, das Zeug ist so geil. Das muss ich mir mal holen. Und ja, gesagt, getan. Hier ist das Zeug. Hier ist die Anleitung. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, das Zeug ist Flüssigkunststoff, was unter UV-Licht aushärtet. Kurz gesagt, mehr braucht ihr dazu eigentlich nicht wissen. Im Großen und Ganzen. Laser hat das Ganze mal mit einer Karosserie und sowas probiert. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch das mal anschauen, wie er das mit einer Lexan-Karo gemacht hat. Ich werde das Ganze euch jetzt mal zeigen mit so einem alten Griff hier. Der ist hier abgebrochen. Und das werden wir jetzt versuchen mal zu kleben. In dem Set hier bei Lux, das kostet übrigens 19,90 Euro. Mit so einer Blechbüchse. Dann habt ihr hier noch so eine Alkoholtücher. Ich habe das schon mal getestet, deswegen ist das auf. Dann habt ihr hier noch so eine Feile drin. Mit drei verschiedenen Seiten. Hier ist dann das Flüssigplastik drin. Hier habt ihr so eine Kappe und hier oben ist so ein, wie bei Sekundenkleber, so eine kleine Spitze hier. Und das hier ist die UV-Lampe dann quasi. Das schraubt ihr hier zusammen, ganz einfach. Easy going. Dann sollte die so leuchten. Seht ihr jetzt, ne? So. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht, weil hier müsst ihr auch immer ein bisschen aufpassen beim Drücken. Das Zeug wird aber nicht hart, bevor da kein UV-Licht drankommt. Also ihr könnt das so lange verarbeiten, bis da UV-Licht drankommt. So, und hier steht in der Anleitung, man soll das Ganze halt anrauen, dann schön sauber machen und dann draufbringen, UV-Licht fertig. Wir werden das Ganze erst mal live vor der Cam einfach mal probieren. Ich werde das Ganze, hier sind Klebereste drauf. Das werde ich jetzt hier alles mal ein bisschen runterschubbeln. Alles halt, wie gesagt, ein wenig anrauen. Sind noch so Klebereste überall. Richtig nervig. Jetzt hört ihr hier schon wieder diesen Scheißhund, der mir richtig auf den Sack geht. Ohne Witz, ich liebe Hunde, aber der Hund geht einen echt auf den Sack. Der bellt den ganzen Tag ohne Grund. Das ist so nervig. Ohne Spaß. So, ich werde das Ganze jetzt hier, wie gesagt, schön anrauen. Ich werde hier mal versuchen, eine gerade Bruchkante zu machen. Ich komme mir die ganze Zeit ans Stativ, merke ich. werde das Ganze hier mal probieren. So sauber wie möglich eine gerade Kante zu machen. Weil das schon ziemlich krass gebrochen ist. So, das dürfte reichen, denke ich. Machen wir natürlich noch die andere Seite. Ich mache es jetzt mal so hier. Ja, die Pfeile. Das Zusatzzeug da, das braucht ihr eigentlich nicht, weil das ist alles nichts im Endeffekt. Aber ja, gut. Ich habe jetzt das Set genommen, um euch das ordentlich zu zeigen. Ich kann jetzt nicht die Narrenpfeile von meiner Frau nehmen und hier irgendwelchen Scheiß mit abfeilen. Die tritt mir in den Arsch. Von daher dachte ich, nehme ich einfach das Komplettset. So, hier noch ein bisschen. Ist natürlich richtig dumm gebrochen, ist genau an der Halterung hinten gebrochen. Bin mal gespannt, ob wir das mit dem Zeug hinkriegen. Bin ich überhaupt in der Kamera? Nee.
überall noch diese scheiß Klebereste. Ja. Hier mal gucken. Klebereste wenigstens abbekommt. So, hier ist noch was. Hauptsache, es ist halt schön angeraut. Aber jetzt werde ich hier auch noch die Bruchkante ein bisschen glätten, dass da nicht so viele scharfe Kanten sind. So, das sollte reichen. Jetzt gucke ich mal. Ich habe hier noch ein Alkoholtuch. Das habe ich hier einfach wieder reingesteckt. Mal gucken, ob das noch feucht ist. Ja, es klappt sogar. Also, wenn ihr nicht alles verbraucht, tut es einfach wieder da rein. Upp. Das stinkt natürlich, aber die Brillenträger von euch werden das erkennen. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Jetzt machen wir das Ganze hier schick sauber. So. Das Ganze hier natürlich auch. Ich bin echt gespannt, ob das Ganze jetzt was wird. Natürlich ist so ein Härtefall. Ja, so, jetzt suchen wir uns mal irgendwie was, wo wir das zusammenfügen. Oh, das wird hart. Das Zusammenkriegen wird echt hart, weil da fehlt jetzt natürlich ein Stück. Wie machen wir das, dass das hält? Einfach hier so drauflegen. Brauchen irgendwas, dass das hält. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Oder wir machen es. Ich versuche das jetzt mal zu machen, wie wenn man schweißt. Ich werde jetzt quasi Punkt schweißen. Mal gucken, ob das auch was wird. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Ich zitter auch ein bisschen, seht ihr das? Oh Gott. Ich hab grad voll den Dattrichen, ey. Warum denn das? Oh, übel! Seht ihr das? Heftiger Scheiß. Wow. Ich werde jetzt, wie gesagt, versuchen, hier ein bisschen Punkt zu schweißen. So. Und jetzt. Oh, habe ich einen Dattrichen. Hilfe. Jetzt müssen wir das hier so ein paar Sekunden draufhalten. Das habe ich natürlich überhaupt nicht geguckt, ob das gerade ist. Ich glaube, es ist auch falsch rum, oder? Oh, es hält schon, krass. Heftig. Also, ich habe ein kleines bisschen schon probiert, aber... Ich habe einen Dattrichen, krass. Aber es... Krass. Das geht ja instant. Geile Scheiße. Jetzt machen wir... Oh, warum bin ich gerade so zittrig? Wow. Heftig. Ich habe vielleicht ein bisschen zu wenig getrunken. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich gerade so zittrig bin, ey. Krass. Was machen wir? Bin ich in der Kamera? Ja. Jetzt machen wir das hier unten. Halt so ein bisschen drüber. Leuchte, leuchte, leuchte. Ich würde sagen, wir machen jetzt so zwei Schichten. So. Ich finde es krass, dass das sogar funktioniert hat, so wie ich das wollte, mit diesem Heften. Jetzt machen wir hier nochmal so ein Stück drüber. So eine schöne Schicht hier. Dass es auch überall ist. So, hier. Hier ist noch, hier, hier. Das ist die ganze Zeit echt flüssig, das ist echt krass. So. So. Und jetzt. Leuchte, leuchte, leuchte. Jetzt machen wir mal eine Schnellfassung hier.
Leuchte, leuchte, leuchte. Ah, hier oben ist noch nicht trocken. Okay. Gucken wir mal, ob ich sie euch näher ranbringen kann. Ihr seht, hier ist ein Spalt noch dazwischen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich hoffe. Hier ist ein bisschen was überschüssig gewesen. So heftiges Zeug, ey. Übel heftig, finde ich. So. Jetzt gucke ich mir das Ganze noch mal an. Krass, das bewegt sich kein Millimeter mehr. Ist das heftig, ey. Das ist so geil, ohne Scheiß. Das ist so geil. Oh. Vor lauter Aufregung. Hier, ich. Das. Krass. Ich kann hier drehen. Das biegt sich, aber es bricht nicht. Ist das heftig? Ich meine, wenn ihr seht da, da ist ein Spalt. Da ist ein Spalt. Und das. Krass, Alter. Ey, das ist so ohne Scheiß. Leute, wenn ihr ein Obi oder sowas bei euch in der Nähe habt, ich mache es nochmal mit Absicht, ist hier noch so eine gerade Kante, dass das, weil man sieht es halt ein bisschen, ne? Dass das halt so ein bisschen einheitlicher aussieht. Aber das ist ja richtig krass, das Zeug. Ich habe das probiert an meinem S-Run-Regler. Da war mir nämlich eine Ecke weggeplatzt. Damit habe ich das probiert. Mit dieser Lampe hier, also mit dem Zeug. Und das ging perfekt, aber ich dachte mir, ja gut, da hätte es auch Sekundenkleber, hätte da auch gehalten. Aber das hier ist heftig, ey. Weil dieser Griff hier, der war schon ein paar Mal kaputt. Den habe ich dann schon mal mit Sekundenkleber und Gorilla-Tape bzw. Panzertape. Und der ist halt, weil der so dumm hinten gebrochen ist, immer wieder abgefallen. Und das ist richtig heftig, ey. Ohne Scheiß. Ich finde das richtig krass. Ey, für 20 Euro, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch Kinder zu Hause habt und es geht irgendwas vom Spielzeug kaputt. Das ist ja richtig geil. So, ich pack das jetzt schnell mal wieder hier rein. Weil wir sind ja fertig damit. So, Lampe ist aus. Nochmal auf Nummer sicher gehen hier. So, die Pfeile noch. Jetzt nehmen wir hier noch das Ding und machen das noch ein bisschen sauber. Hier. Guckt euch das an. Krass. Da passiert nichts mehr. Richtig heftiger Scheiß. Also, wie gesagt, das Zeug heißt Smart Fix bei Obi halt. Das gibt es alles nochmal nachzukaufen. Ihr seht hier so ein paar Anwendungen. Oh, man kann da jeden Scheiß mitmachen. Und ich muss echt sagen, für das, für die 20 Euro, ich meine, das ist ja ergiebig, da ist jetzt wahrscheinlich nur so ein Milliliter weg. Krass. Ich bin hier, ich kann euch das. Das ist hier die Bruchstelle, ne? Also ich kann da richtig. Da passiert nichts. Krasser Scheiß. Hier nochmal für alle Laser, ich bedanke mich recht herzlich für den Tipp, weil das ist ohne Scheiß. Ich meine, ich war schon damals bei dem Gorilla Plastik begeistert, was Laser da gefunden hatte. Aber der Shit ist echt mega geil. Heftig. Echt geil. Also wie gesagt, wenn ihr besorgt euch das, ihr könnt damit wirklich alles kleben, was irgendwie eine Verbindung braucht. Das Geile ist ja, es ist ja nicht nur auf Plastik bezogen. Ihr seht hier Holz, Glas. Ihr könnt das zum Beispiel nehmen, wenn ihr es, nehmen wir mal an, ihr habt keine Ahnung, was kann ich jetzt mal nehmen? Ich nehme jetzt hier mal meinen alten Turnigy-Dreher. Übertrieben jetzt gesagt, der ist hier abgebrochen. Könnt ihr mit dem Zeug eine Verbindung wiederherstellen und könnt den dann wieder benutzen? Mit wie viel Drehmoment der aushält, das weiß ich ja halt leider nicht. Vielleicht werde ich das mal testen oder ich werde mal mit Laser quatschen heute Abend, ob er das vielleicht mal testen möchte. Und ja, wie gesagt, geiles Zeug.
Das Video von Laser könnt ihr euch mal anschauen. Laser, sein Link ist in der Infobox unten. Das soll es soweit von mir heute gewesen sein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.